Frau spritzt beim Sex. Geht das? Das möchte Gerhard gerne wissen. Hallo erstmal und Servus, ich bin's wieder, Martin. Und heute mit einer sehr spritzigen, juicigen Frage, nämlich vom Gerhard. Er hat gesehen, wie eine Frau beim Sex gespritzt hat. Und er möchte wissen, hey Martin, können Frauen beim Sex spritzen? Ist das möglich? Und Gerhard, ich vermute einfach mal, du hast es in dem Video gesehen. Ja, in dem Sinne, welcome to the world of porno industries. Ja, herzlich willkommen, dein erster Porno. Nein, natürlich nicht. Und ich vermute mal, du meinst auch nicht das stinknormale Squirten, was wir auch schon in vielen Videos beschrieben haben, wie das Ganze funktioniert, bla bla bla. Und du meinst tatsächlich beim Sex. Und ja, Gerhard, das funktioniert. Ja, Gerhard, ich habe das schon erlebt. Deswegen kann ich dir auf jeden Fall bestätigen, dass es funktioniert. Und in diesem Video möchte ich darauf eingehen, warum das funktioniert und was du tun kannst, damit das funktioniert. Ich mache extra so, weil nicht jede Frau ist dazu fähig. Das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Formell geht es dabei um, es gibt verschiedene Bezeichnungen dafür. Squirten ist so das bekannteste, wie man das kennt, also das Rausspritzen von Flüssigkeit, welches sich nämlich in diesem riesen Nervengeflecht bei steigender Erregung unten im Genitalbereich sammelt. Ja, dass da wo der G-Punkt ist, das ist so ein G-Punkt, ist sozusagen nur eine Ausstülpung, ein besonders empfindsames Areal eines riesigen Nervengeflechtes. Und dieses Nervengeflecht, dieses auch schwammartige Gewebe, füllt sich mit laufender Erregung mit Flüssigkeit und durch eine entsprechende Stimulation kann es dazu kommen, dass diese Flüssigkeit eben sich nach außen ergießt. Hat relativ wenig mit Urin zu tun, kann manchmal gewisse Beimengungen von Urin enthalten, ist aber ansonsten vom Geschmack her absolut anders und auch von der Farbe her total anders. Häufig ergießt sich diese Flüssigkeit auch, wenn Frauen zum Beispiel beim Sex oder nach dem Sex, oh, ich muss mal kurz auf die Toilette, ja, häufig kommt genau das dann raus. Anyway, das ist aber alles nice to know. Worauf es ja jetzt ankommt, also wenn du jetzt den G-Punkt stimulieren willst, oder die G-Punkt-Massage haben wir schon mal beschrieben in verschiedenen anderen Videos, typische Fingertechnik. Wenn du jetzt aber beim Sex deine Frau gerne zum Squirten bringen willst, dann muss zuallererst erstmal gewährleistet sein, ob sie das überhaupt kann. Ja, ist sie dazu überhaupt in der Lage, ist sie dazu überhaupt fähig? Denn nicht jede Frau kann überhaupt auch schon durch Fingern squirten und noch schwieriger dann durch Penetration. Weil was du ja beim Squirten machst, ist den Finger anzuwölben und damit gezielt gegen die Bauchdecke und damit gegen den G-Punkt zu drücken. Ja, damit setzt du einen sehr, sehr starken Reiz. Und dasselbe willst du jetzt quasi auch erzeugen beim Sex. Wenn du jetzt mit einer Frau zu tun hast, die so oder so nicht besonders gut squirten kann oder Schwierigkeiten hat, sich da fallen zu lassen oder was auch immer, dann forget it, ja, vergiss es. Im Übrigen ist Squirten kein Garant dafür, dass du jetzt ein geiler Liebhaber, ein geiler Ficker oder ein geiler Hecht bist. Überhaupt gar nicht. Nicht alle Frauen stehen tatsächlich drauf. Sie verbinden das mit Charme oder mit einem gewissen Gefühl von Ungefühl, schmutzig sein. Und andere empfinden das auch nicht als großartigen Orgasmus. Das ist eine Pornolüge. Es kann ein unglaublich geiles, erregendes Gefühl sein, muss es aber nicht. Ja, also auch da lohnt es sich mal, die Partnerin zu fragen, so, ey, findest du das geil? Macht dir das Spaß? Ist das sexy? Ja, wenn sie sagt, oh, Alter, go for it. Weil es gibt Frauen, ich habe auch viele Frauen kennengelernt, die sagen, ey, weißt du, der Typ muss nicht gut ficken können. Aber wenn er das kann, bam, dann gefällt er mir. Ja, wenn er mich gut fingern kann, okay, so what? Ja, wenn so eine ist, die sagt, so, hey, go for it, ich finde das geil, dann super. Aber wenn sie ist so, ja, ich weiß nicht, fühlt sich irgendwie wie so ein Druck an und komisch und ist so, ist okay. Ja, dann brauchst du aber jetzt nicht so viel Wert drauf legen. Anyway, jetzt kommen wir mal eigentlich zu der entscheidenden Anleitung. Also es geht ja darum, diesen G-Punkt zu stimulieren. Und für mich hat sich da als beste Strategie, haben sich zwei Stellungen für mich herausgestellt. Das ist zum einen die Missionarstellung ein wenig entfremdet. Und zwar, also ganz normal, du legst auf Frau, ne, logisch, und nimmst die Beine, klappst die an und legst die quasi an deine Schultern, dass sie so senkrecht hoch liegen. Entschuldige, Wind, hoffentlich versteht ihr mich noch gut. Hier ist es ziemlich windig momentan. Sturm zieht auf. Ein feuchter Sturm. Also du klappst die Beine hier ran und dann beim Sex nimmst du deine Hand und drückst sie auf den Unterbauch. Sanft. Oder nimmst, je nachdem, die Faust, so wie du halt rankommst, drückst es sanft rein. Das ist einerseits schon deswegen geil, weil du deinen Pimmel darunter auch spürst. Ich finde das auf jeden Fall schon mal sexy. Und durch diesen Druck durch die Bauchdecke erhöhst du den Druck, der letztendlich auch auf ihren G-Punkt wirkt. Oh, du merkst schon, der Wind ist zumindest gerade stärker geworden. Den gefällt das Thema anscheinend auch. Und das steigert letztendlich diesen
das Empfinden der Frau und am G-Punkt massiv. Und je nachdem, wenn du eine Frau hast, die darauf steht, die darauf abfährt, kommt es jetzt halt darauf an, quasi ja, gleichmäßig weiter tief rein und raus zu stoßen, vielleicht auch das Tempo zu erhöhen und den Druck aufrecht zu halten. Und dann passiert es bei einigen Frauen schon, dass sie genau dadurch kommen werden. Du kannst, und das ist eigentlich das Grundelement, ist, du nimmst deine Hände zur Hilfe, indem du Druck auf die Bauchdecke aufbaust, um den G-Punkt Druck zu verstärken. Du kannst es mitunter auch machen, indem du die Beine noch weiter nach hinten klappst, sich so ihr Becken anhebt und du einen steileren Einstoßwinkel bekommst. Dadurch stößt du auch gegen ihren G-Punkt. Klappt manchmal besser, manchmal weniger gut. Selbe Technik, also das ist jetzt alles missionar, ich habe es auch schon ein paar Mal hinbekommen, dass sie auf dem Rücken liegt und ich liege an der Seite an ihr dran, also quasi so, keine Ahnung, ob man das sehen kann. Ich liege hier, habe so auf sie reingestoßen, konnte auch dadurch wieder mit Druck an dem Bereich den G-Punkt-Empfindung verstärken. Und was auch geht, wenn sie auf dir reitet, eine Hand nimmst du ihr Becken zur Stabilität und mit dem anderen drückst du wieder gegen den unteren Bauch. Ja? Und das verstärkt eben das Gefühl am G-Punkt. Und das kann dazu führen, dass sie beim Sex abspritzt. Ja? Muss aber nicht. Also ich habe in Anführungszeichen, weil ich das auch sehr mag, ich finde es einfach geil, mich turnt es schon ganz schön an, squirten, und deswegen ist es häufig auch Teil meines sexuellen Erlebens. Und das ist, das kann, in Anführungszeichen, das kann nicht gut. Also wenn eine Frau dafür bereit ist, dann klappt das ohne weiteres. Aber dass es beim Sex funktioniert, das ist jetzt bei Weiben nicht so häufig der Fall. Weil da, ja, mit Fingern bist du einfach flexibler als mit deinem Schwanz. Von daher, so what, ist auch ehrlich gesagt nicht so wichtig. Aber wenn du dich daran hältst, an den Praktiken, schaffst du zumindest eine Grundlage, wie es vergünstigt dazu kommen kann, dass sie beim Sex abspritzt. So, ich habe mich heute um Kopf und Kragen geredet. Ich hoffe, es war trotzdem ein bisschen unterhaltsam für euch. Ihr habt was lernen können daraus. Nochmal, Squirten ist kein Zeichen davon, dass es jetzt der Frau unbedingt gefällt oder dass es unglaublich toller Sex ist. Nee, es ist ein physiologischer Reflex, der mit guten Gefühlen einhergehen kann. Muss aber nicht. Ja? In dem Sinne, Männer, versteift euch darauf nicht. Das Sexualorgan ist hier oben, ist im Gehirn. Ja? Also fangt an, euer Gehirn zu gebrauchen und ihr Gehirn im lustvollen Spiel miteinander zu gebrauchen, denn das macht erst richtig geilen Sex aus. In dem Sinne, falls dir was gebracht hat, zeig's mir mit dem Daumen hoch, wenn du neu auf dem Kanal bist und denkst, ey, dieser Martin, geiles Zeug, was der erzählt, und du möchtest mehr davon haben, dann abonniere unseren Kanal. Dann wirst du außerdem noch den Sven und den Samuel kennenlernen, die haben auch so geiles Zeug auf Lager. Wir schicken jeden Tag ein Video raus, es bleibt kein Auge trocken. Und genau, ansonsten, wenn du noch mehr von unserem Shit wissen willst, geh mal auf unsere Webseite männlichkeitsstärken.de, abonniere unseren Newsletter und ich sag's dir, dann geht's gut ab. In dem Sinne, ja, abonniere unseren Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.